Auf der Europastraße 15, Dresden-Berlin, erreicht man von der Autobahnausfahrt Thiendorf aus, nach etwa 6 Kilometern über Schönfeld-Lampertswalde, ein Dorf mit circa 1000 Einwohnern. Man muss fast den ganzen Ort durchqueren, ehe der Kirchturm mit seinem 1977 neu gedeckten Schiefer- und Kupferdach in den Blick kommt. Von der Dorfstraße kommen wir am Pfarrhaus vorbei, zunächst zum liebevoll gepflegten Friedhof. Ein alter Torbogen lädt den Besucher zum Näherkommen mit den biblischen Worten aus dem 2. Timotheusbrief ein: Jesus Christus hat dem Tode die Macht genommen. Der Weg führt zwischen den Gräbern hindurch direkt zur Kirche, in der uns moderne Passions- und Osterbilder erwarten. Der Künstler des Bilderzyklus ist der Maler und Grafiker Werner Jusa. Er wurde 1924 im Vogtland geboren und wandte sich 1947 nach einem noch im Krieg begonnenen Architekturstudium der Malerei zu. Seit 1951 ist er künstlerisch tätig, seit den 60er Jahren auch im kirchlichen Bereich. So gestaltete er noch in der Kirche von Einsiedel bei Karl-Marx-Stadt das Thema Gemeinde unter dem Kreuz, in der Kirche von Niederau bei Meißen die 7 Werke der Barmherzigkeit und malte zuletzt Glasfenster für die katholische Kirche von Karl-Marx-Stadt. Jusa gilt als einer der bedeutendsten evangelischen Künstler der DDR. Er ist schon durch verschiedene Ausstellungen im In- und Ausland hervorgetreten, in letzter Zeit vor allem als Grafiker. Er lebt und arbeitet in Wachau bei Dresden. Im Jahr 1973 wurde die bald 300 Jahre alte evangelisch-lutherische Martinskirche, deren Anfänge bis ins Jahr 1206 zurückreichen, renoviert. Gleichzeitig wurde Werner Jusa von der Kirchengemeinde beauftragt, das Passions- und Ostergeschehen möglichst konkret darzustellen. Er schuf das Werk 1973-74, indem er die linke und rechte Seite der Altarwand mit je 4 großflächigen, etwa 2,20 x 4 Meter großen Passions- und Osterbildern bemalte. Dabei versuchte er, auch mit Rücksicht auf die Gottesdienstgemeinde, möglichst nahe an der biblischen Überlieferung zu bleiben, sie gleichzeitig aber in unsere Wirklichkeit zu übersetzen. So hat er in seinen Bildern die Personen in unsere Gegenwart hineingezeichnet. Der Stil des Künstlers ist eigenwillig und für manche sogar abstoßend. Aber bei längerem Betrachten eröffnen sich Symbolgehalt und Aussagekraft seiner Bilder. Unser Blick wird zunächst auf die ersten 3 Passionsszenen gelenkt. In diesen 3 Bildern verfolgen wir den Leidensweg Jesu, den Weg der Soldaten, die ihm zusammen mit anderen das Leid zufügen, den Weg derer, die von diesem Leid mit betroffen sind. Schon die erste Szene ist von einer starken Spannung bestimmt. Rechts die schlafenden Jünger, mit dem ganz in den Hintergrund gerückten Jesus, links die mit Lanzen heranrückenden Soldaten. Dazwischen steht Judas, der in seiner ungewöhnlich verkrampften Haltung diese Spannung ausdrückt. Der Ausschnitt des Bildes nimmt den Betrachter noch stärker in diese spannungsvolle Bewegung mit hinein. Die geballte Stoßrichtung der Helme, Stiefel und Lanzen, die ihnen entgegenliegende Gestalt eines schlafenden Jüngers und wiederum Judas, der dazwischen steht. Das Bild lenkt unseren Blick zunächst auf die hilflose, in sich zusammengesunkene Gestalt Jesu. Auffallend groß sind seine an einem Pfahl gefesselten und dennoch offenen Hände. Die Menschen um ihn herum lassen ganz unterschiedliche Verhaltensweisen und Reaktionen auf sein Leiden erkennen. Die einen traktieren ihn mit Schlägen und Fußtritten, andere drücken in ihren Gesichtern und Körperhaltungen ihre Zustimmung zu dem Geschehen aus. Nur einer zeigt, dass er betroffen ist und mitleidet.
Dieser Bildausschnitt stellt uns zwei Gegensätze besonders deutlich vor Augen. Das Gesicht des rechts von Jesus stehenden Folterknechts ist zur Grimasse entstellt und drückt blinde Gewalt aus. Das Gesicht Jesu dagegen zeigt gerade in seinem Leiden menschliche Züge und nimmt uns mit hinein in das, was dieser eine erduldet. Die beiden hier sichtbaren Hände der Soldaten sind zur Faust geballt und zur Zange geschlossen. Die Hände Jesu dagegen bleiben trotz der Fesseln geöffnet. Der Schein um Jesu Haupt ist erloschen. Neben dem links stehenden, uniformierten Folterknecht erscheinen zwei weitere Gestalten. Von ihrer Kleidung her gehören sie nicht zu denen, die zur Geißelung abkommandiert sind. Trotzdem sind sie beteiligt. Der eine von ihnen holt im Vorübergehen zum Fußtritt aus. Will der andere mit dem Schluck aus der Flasche demonstrieren, dass er bloß ein unbeteiligter Zuschauer ist? Auf der anderen Seite des Bildes erscheinen neben dem Soldaten auch zwei Gestalten, die sich auf gegensätzliche Weise auf den leidenden Jesus einlassen. Der eine zeigt durch Gesicht und Körperhaltung, wie sehr ihn der Anblick dieses Gequälten befriedigt. Dem anderen steht Betroffenheit, Entsetzen und Mitleiden im Gesicht geschrieben. Unser Blick fällt zunächst auf den mächtigen Querbalken des Kreuzes, in dem das ganze Gewicht dieses Leidens sichtbar wird. Zugleich wird das Dunkel des Querbalkens durch den Schein um das Haupt Jesu gebrochen. Dieser Schein setzt sich fort in dem großen Kreis hinter dem Kreuz, der dem Bild die Mitte gibt. Er wird uns bei dem Emmaus-Bild wieder begegnen. Mehrfach hat der Künstler in diesem Bild neben den Zeichen des Todes Spuren des neuen Lebens sichtbar gemacht. Neben dem kraftlos hängenden Kopf Jesu weit ausgebreitete Arme und offene Hände. Auf dem zerschundenen Körper das leuchtend weiße Lendentuch. Auch die Gesichter der unter dem Kreuz Stehenden lassen beides erkennen. Trauer, Verzweiflung, Ohnmacht und auch Zuversicht, Hoffnung und Erwartung. Zwei Gesichter sind einander zugewandt. Das Gesicht Jesu, vom Leiden erschöpft und erloschen, aber vom Licht umgeben. Zu ihm blickt der Jünger auf. Sein Gesicht ist einbezogen in den großen Kreis hinter dem Kreuz. Es ist offen und erwartungsvoll fragend. Ob er in seiner Zuwendung zum Gekreuzigten schon die Anzeichen der Auferstehung wahrnehmen kann? Dem Jünger, der sein Gesicht Jesus zuwendet, hat der Künstler noch drei weitere Gestalten zugeordnet. Die Frau sucht bei ihm den Halt, den er selbst durch seine Nähe zum Gekreuzigten erfährt und weitergeben kann. Die beiden anderen Gestalten verdecken ihre Augen. Die eine wendet sich ab, gebeugt von diesem Geschehen, das sie nicht ertragen kann. Die andere, im weißen, lichten Gewand, sucht die Verbindung zu Jesus, auch wenn sie ihren Blick schützen muss vor dem Leidenden. Die fünf Gestalten unter und links neben dem Kreuz haben mit ihrer lebhaften Gestik angezeigt, wie tief sie sich auf dieses Geschehen eingelassen haben. Den drei Gestalten rechts vom Kreuz spüren wir ab, dass für sie die Kreuzigung abgeschlossen und zum Ziel gekommen ist. Von den Soldaten ist nur noch einer übrig geblieben. Sein Werk ist getan. So wie er dasteht, zeigt er zwar noch seine Macht, aber zugleich können wir erkennen, dass diese Macht hier an ihr Ende gekommen ist. Auch für die Person, die sich abwendet und weggeht,
ist der Weg dieses Jesus zu Ende. Ihr bleibt nur noch Hoffnungslosigkeit, Enttäuschung und Trauer. Dazwischen steht Johannes der Täufer, der auf den Gekreuzigten und auf die Schrift deutet und damit sagt, in diesem Ende hat Jesus seinen Auftrag vollendet. Diese verschiedenen Sichtweisen der Kreuzigung können wir auch an den Händen der Menschen unter dem Kreuz erkennen. Zwei Hände stemmen sich in das Koppel der Uniform, Pose der Überlegenheit und des untätigen Abwartens. Zwei Hände bedecken ein schmerzerfülltes Gesicht, Ausdruck tiefster Betroffenheit und ganz unmittelbarer Teilnahme am Leiden Jesu. Zwei übergroße Hände geben der Resignation und Trauer Ausdruck. Die eine hängt kraftlos herab, die andere stützt ein müdes Gesicht. Zwei Hände schließlich weisen über Schmerz, Leid und Enttäuschung hinaus. Sie stellen das unmittelbar Miterlebte in einen neuen, größeren und hoffnungsvollen Zusammenhang. Im letzten Bild der Passionsseite wird der Betrachter mit der ganzen Härte des Todes konfrontiert. An diesem starren Leichnam sind keine Spuren des Lebens und der Hoffnung mehr erkennbar. Die über den toten Jesus gebeugte Frau sucht verzweifelt irgendetwas von dem vergangenen Leben Jesu festzuhalten. Es scheint so, als ob sie seinen Herzschlag sucht und sich dabei gegen die Endgültigkeit des Todes wehrt. Die Trauer der beiden Frauen im dunkelblauen Gewand äußert sich auf andere Weise. Sie halten Abstand vom toten Jesus und ziehen sich in sich selber zurück. In ihren Knien, ihrer gebeugten Haltung und ihren offenen Händen können wir ihre Ohnmacht spüren, aber doch auch eine Bitte um Hilfe ablesen. Die beiden ersten Bilder der Osterseite bilden eine Einheit. Ein durchgehender Lichtstreifen verbindet den Engel, der die Auferstehung verkündet, mit dem Auferstandenen selbst. Auf diese Weise hat der Künstler die Geschichte vom leeren Grab und die von der Erscheinung Jesu bei den Jüngern miteinander verbunden. Die Erscheinung des Engels weist den dargestellten Menschen deutlich einen je verschiedenen Ort zu. Die Wächter am Grab haben, im Gegensatz zur Passionsseite, an diesem Geschehen überhaupt keine Bedeutung mehr. Der Engel wendet sich den Frauen zu und eröffnet ihnen durch die Verkündigung der Auferstehung die neue Sicht für ihren Glauben. In der Begegnung der drei Frauen mit dem Engel berühren sich zwei verschiedene Welten. Die überirdische, nicht greifbare Lichtgestalt des Engels steht der irdisch-konkreten Wirklichkeit der drei Frauen gegenüber. Die Botschaft des Lebens, die über die Grenzen unserer Wahrnehmung hinausreicht, trifft auf die von der Realität des Todes gezeichneten Menschen. Die Begegnung mit der neuen Wirklichkeit des Glaubens hat der Künstler an den drei Frauen sichtbar gemacht. Der Lichtschein, der vom Engel ausgeht, streift ihre Gesichter und beginnt, die Dunkelheit ihrer Trauer aufzuhellen. Sie sind unterwegs, um den toten Jesus zu salben und werden dabei von etwas ganz und gar Unerwartetem überrascht. Ihre Gesichter zeigen Erschrecken und Erstaunen, aber auch die Bereitschaft, sich auf das Neue einzulassen. Der Auferstandene erscheint mitten unter den Jüngern und gibt sich ihnen zu erkennen. Seine Gegenwart ruft im Jüngerkreis verschiedene Reaktionen hervor. Bei der linken Gruppe überwiegt das Erschrecken. Die Jünger wenden sich ab, verbergen ihre Gesichter. Nur zögernd können sie sich dem Auferstandenen zuwenden. Den Jüngern auf der anderen Seite scheint es leichter zu fallen, sich auf das Wahrnehmen des Auferstandenen und auf die Begegnung mit ihm einzulassen. In ihren Gesichtern und in ihrer Haltung spiegelt sich Erschrecken
und Verwunderung, aber auch bewusste Hinwendung und Vertrauen zum Auferstandenen. In ihm erkennen sie ihren Jesus wieder. In der Mitte des dritten Bildes auf der Osterseite ist die Szene dargestellt, in der Jesus mit den beiden Emmaus-Jüngern das Brot bricht. Besonders auffällig ist, wie die drei Gestalten aufeinander bezogen sind. Der große Lichtkreis um den Auferstandenen setzt sich fort in den runden Rücken der Jünger und nimmt sie so in das österliche Licht mit hinein. Dieser Eindruck wird verstärkt durch den runden Tisch und durch die Hände Jesu, die das Brot umschließen. Dennoch ist der Unterschied zwischen dem Auferstandenen und den beiden Jüngern unverkennbar. Hell, transparent, durchscheinend die Gestalt Jesu. Körperhaft irdisch in Gesicht, Kleidung und Gebärden die beiden Jünger. Auf dem Gesamtbild verbindet der Künstler das Geschehen von Emmaus mit Menschen unserer Zeit. Links führt er uns zwei Männer vor Augen, die durch ihre Körperhaltung sowohl Abstand als auch Nähe zur Tischgemeinschaft von Emmaus zum Ausdruck bringen. Rechts hat er sich mit seiner Frau selbst dargestellt. Die eigenartige schwarze Gestalt ist der Tod, der sich von dem in Christus erschienenen neuen Leben abwenden muss. Dieses dritte Bild der Osterseite erinnert in seinem Aufbau an das dritte Bild der Passionsseite. Große Lichtkreise in der Mitte der Bilder lenken unseren Blick auf die beiden entscheidenden Ereignisse, die auch in unserem Glauben die Mitte geben. Auf beiden Bildern sind rechts und links Menschen dargestellt, die unterschiedliche Reaktionen auf das Kreuzes- und Ostergeschehen zeigen. Auf dem letzten Bild der Osterseite ist der Auferstandene an den Rand gerückt. Die Gestalten der Jünger beherrschen das Bild. In ihrer Kleidung zeigt der Künstler sie auch als unsere Zeitgenossen. Er schlägt hier aufs Neue eine Brücke zwischen den Jüngern damals, denen Jesus auf ihrem Weg nach Galiläa vorausgegangen ist, und Menschen, die ihm heute nachfolgen. Die sich ins Wasser stürzende Person lässt dabei ganz verschiedene Deutungen zu. Bei diesem Jünger widersprechen Körperhaltung und Blickrichtung einander. Mit den Augen sucht er Verbindung mit Jesus Christus, auch wenn sein Weg jetzt in eine andere Richtung zu führen scheint. Ein Jünger auf der anderen Seite versucht Jesus Christus ganz nahe zu bleiben und ihn mit seinen Händen zu halten. Aber der Auferstandene entzieht sich seinem Zugriff. Er lässt ihn und die anderen Jünger zurück auf ihren je verschiedenen menschlichen Wegen der Nachfolge.